Herr Hartmann, darf ich Sie bitte auf die Bühne bitten? Danke. Ja, vielen Dank, Michael. Mut und Intelligenz, was für ein Motto für die diesjährige DESAG Live. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich persönlich habe den Titel erst am Wochenende bewusst wahrgenommen, aber glücklicherweise zusammen mit einem laufenden Filmprojekt, das ich wahrgenommen habe, und da bin ich zu folgender Fragestellung gekommen. Eigentlich haben wir die Wahl. Also eigentlich haben wir die Wahl, ob wir mutig und intelligent sein wollen. Mutig genug, den Weg in die Cloud zu gehen, intelligent genug, den Weg in die BTP zu wählen, wer weiß, oder eben die blaue Pille zu nehmen und zu sagen, hey, wir bleiben in unserer On-Premise-Welt und glauben daran, dass alles gut wird. Also wer die Metapher jetzt nicht kennt, ja, das kommt aus dem Film Matrix, die rote Pille führt in die Freiheit, der Weg in die Freiheit, der aber mit einem langen Kampf gegen Maschinen verbunden ist. Also ist das der Weg in die Cloud? Darauf will ich heute ein bisschen eingehen, das glaube ich nämlich nicht. Genau, es geht nämlich darum, Chancen zu nutzen. Michael hat es gerade schon so wunderschön gesagt. Wir haben unsere Chance genutzt im Umfeld Data und Analytics, ja, in dem ich vorrangig tätig bin. Ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht, die so ein bisschen unseren Weg dahin gezeichnet haben. Und zwar einmal hier. Das Bild ist 2019, meine ich, entstanden. Man sieht unseren Porsche Taycan, unser erstes vollelektrisches Modell vor dem SAP-Logo in Walldorf. Das wurde aufgenommen, als wir unsere strategische Partnerschaft gemeinsam mit SAP verkündet haben. Wir haben das Ziel, Co-Innovation zu betreiben, sind da in sehr, sehr vielen Bereichen, arbeiten wir strategisch zusammen, unter anderem eben auch im Bereich Data and Analytics, in dem wir in sehr, sehr engem Austausch sind, gerade was irgendwie die Richtung angeht, Funktionen angeht, wirklich tatsächliche Use Cases angeht und vor allem für uns sehr, sehr wichtig das Thema User Experience, das werden wir gleich nochmal ein bisschen im Detail sehen. Naja, und dann tatsächlich aber, ich habe gerade gesagt, 2019, unser Weg im Umfeld Data and Analytics ging schon ein bisschen früher los, bevor die eigentliche strategische Partnerschaft losging. Das weiß dieses Bild, das so ein bisschen aussieht wie Minority Report, weiß nicht, wer den Film kennt. Das bin ich, wie ich den Digital Boardroom bediene in Walldorf. Und zwar war das damals noch die allererste Version, ja, also die noch 3 Screens gebraucht hat, ja, man kennt es vermutlich auch. Und tatsächlich, der eine oder andere kennt es, das war noch die Zeit, als man Anzüge bei der Arbeit getragen hat, also ist deutlich länger her als 2019. Genau, und seither haben wir uns eben entwickelt und ich finde, dieses Bild zeigt das wirklich prägnant. Also ich weiß nicht, wer das kennt, das ist die Entwicklung des Apollo-Programms über das Shuttle-Programm hin zu der Dragon-Kapsel von SpaceX. Also mein Sohn und ich, wir schauen furchtbar gern die Raketenstarts von SpaceX an, eben auch den hier. Und diese wunderbare Transformation der User Experience für Astronauten, ja, und ich glaube, unsere Entwicklung, die wir im Umfeld Reporting gemacht haben, Analytics, von vielen Knöpfen, vielen Einstellungsmöglichkeiten, ich sag mal Rohdaten symbolisch, ja, bis hin zu einer einfachen User Experience, den sind wir eben in ähnlicher Weise gegangen. Naja, also ein Thema, eine Säule, die uns eben angetrieben hat, das Thema User Experience, kommen wir zur zweiten Säule. Das ist eine Grafik, die habe ich selber mal in der Keynote gesehen und habe die übernommen, weil sie mich so fasziniert hat. Das Thema Time to Market treibt uns natürlich erheblich an. Also es ist hier eben eine Analogie, hier sehen wir verschiedene Produkte und wie lange die Produkte gebraucht haben, bis sie 50 Millionen Nutzer erreichten, in Jahren. Ja. So, das Ganze fängt irgendwie an bei Flugzeugen mit 68 Jahren, Autos irgendwie mit 62 Jahren und so weiter und so fort, bis hin zu Pokémon Go mit 19 Tagen. Ich finde, das zeigt dramatisch, wie sehr wir schneller werden müssen, schneller in unserer Taktung. Wir brauchen für ein Fahrzeug, bis das Serienreife erreicht, heute 4 Jahre. Naja, bei Data Analytics sind wir ein bisschen schneller. Nichtsdestotrotz, es kann nicht sein, dass wir, wenn es einen neuen Informationsbedarf gibt, eine neue KPI gibt, wir irgendwie ein kleines Projekt aufrufen und dann sieht man sich in ein paar Monaten wieder. Das ist kein Modus mehr, den man heute vertreten kann. So, und dann jetzt haben wir User Experience gehabt, Time to Market, das ist so die dritte Säule, das ist was ich als New Deal ganz plakativ bezeichne. Der Begriff kommt daher, müsste mich jetzt erinnern, vor 2 Jahren auf der Sapphire ist ein kleines Video entstanden von Gerrit Katzmeier und mir, ein kleines Gespräch. Und als ich im Nachgang den Artikel gelesen habe von diesem Video, stand ein Zitat von mir, wo ich von einem New Deal spreche, das hatte ich bis dahin meines Erachtens nach noch nie gehört. Aber trotzdem beschreibst du es ganz gut. Naja, was heißt denn das? Wir haben 2 Seiten. Wir haben einmal die Seite IT mit einer strengen Governance, Richtlinien, Prozessen, die keiner versteht oder wie auch immer. Und irgendwie auf der anderen Seite den Fachbereich, der eigentlich maximale Flexibilität möchte, auch maximale Macht möchte, eigene Governance haben möchte und einfach schneller sein will, wenn er Änderungsbedarf hat. Naja, ich glaube, irgendwie die Wahrheit liegt nicht irgendwo in der Mitte, sondern sie liegt irgendwo in einer synergetischen Verbindung, sage ich mal, von beidem.
Wir brauchen ja einerseits Governance und andererseits brauchen wir eben auch Performance im Fachbereich. Ja? Und da müssen wir hin. Und ich glaube, wir haben dafür schon ganz gute Möglichkeiten gefunden, den Weg einzuschlagen. Und genau da würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal tiefer ein. Wir haben angefangen mit dem Umfeld CRM-Reporting. Also alles, was rund um den Kunden an Steuerung passieren sollte, ja, in der Handelsorganisation. Ich sag mal so, alles, was wir im Umfeld Customer Relations machen, machen wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja? Also wir sind ja so ein bisschen das gallische Dorf in der Automobilindustrie, die immer noch SAP-treu sind. Ja? Ich glaube, da gibt es aber gute Gründe dafür, weil wir es nämlich besonders gut machen. Wir arbeiten voll integriert von unserem Headquarter bis runter zum einzelnen Verkäufer in einem zentralen SAP-CRM-System, wo viele Konkurrenten eben auf Regionalleitungsebene aufhören und auf andere Mitbewerber setzen. Haben sehr, sehr ausgereifte Prozesse, die eben auch über viele Jahre gewachsen sind. Und das Ganze muss natürlich auch gesteuert werden. Da waren wir bisher, da hatten wir Optimierungspotenzial noch. Wir haben, sehen auf der linken Seite, was wir den Porsche-Zentrumsleitern auf der Welt angeboten haben, und zwar ein operatives Reporting. Man konnte im transaktionalen CRM-System sagen, jawohl, ich definiere ein paar Filterkriterien, suche mir meine Segmente aus, drücke auf den Knopf, ein paar Stunden später habe ich irgendwie eine Tabelle mit Rohdaten, die ich mir extrahieren kann. Das ein bisschen bildlich zu machen. Ich hatte mich unterhalten mit einem Porsche-Zentrumsleiter in Madrid während unserer Anforderungsaufnahme, der mir genau das erzählt hat. Er muss quasi mehrere solche Tabellen runterladen aus zum Teil unterschiedlichen Systemen, muss die Daten dann noch bereinigen, muss sie zusammenführen, aggregieren, visualisieren, wie auch immer. Und irgendwie nach 3 Tagen wäre er dann soweit, sich mit seinem Chef über irgendeine Zahl zu unterhalten. Auf der anderen Seite haben wir eben noch ein Data Warehouse-basiertes Reporting, das auf Monatsscheiben arbeitet, und das ist natürlich immer ein besonderes Thema. Naja, Monatsscheibe sind irgendwie, wenn wir dann vom 6. oder 7. des Monats haben, schon etwas zu spät. Wie dem auch sei, das war unsere Ausgangssituation. Technologisch recht simpel. Wir haben unser CAP, also unser CRM at Porsche, um das Akronym aufzulösen, SAP Business Warehouse, und die unterschiedlichen Schichten unserer Handelsorganisationen, die darauf arbeiten. Naja, was ist denn passiert? Die Antwort war, da die Handelsgesellschaften in den unterschiedlichen Ländern ja doch recht autonom auch arbeiten können, naja, das Headquarter Porsche liefert uns eigentlich nicht die Informationen, die wir brauchen, also bauen wir einfach was Eigenes auf. Und das sind natürlich Alternativlösungen wie Pilze im Wald gewachsen, ja, was natürlich schwierig ist. Ich habe keine ansprechende Visualisierung, das ist sehr, sehr komplex. Ich habe zum Teil nachher dedizierte Personen, die nichts anderes tun, als Daten runterzuladen und zu kalkulieren. Und dann das Allerschlimmste, die Kalkulationen sind natürlich dann anders. Ja? Als wir mal angefangen haben, zentrales Dictionary einzuführen, war so die Botschaft, ach super, wir haben ja immer über eine KPI mit einem bestimmten Namen gesprochen, aber jeder hat was anderes darunter verstanden. Ja? Also hat zu mannigfaltigen Problemen geführt, wo wir gesagt haben, hey, da müssen wir irgendwie jetzt ran, da brauchen wir eine entsprechende Lösung. Ja, 2016 haben wir damit angefangen, da habe ich bei Porsche begonnen mit dem Thema, mich anzunehmen, und wir wollten eigentlich, wir hatten eine ganz klare Strategie, das Ganze on-premise zu machen, Business Objects war damals das Thema, und recht schnell kam raus, schön, dass wir das als Strategie haben, aber ich meine, diesen riesen Invest für die Handelsorganisation, da eine Plattform in unserem eigenen Rechenzentrum hinzustellen, im Jahr 2016, war einfach nicht mehr zeitgemäß, auch nicht abbildbar durch jegliches Projektbudget, und da haben wir kurzerhand entschlossen, naja, eigentlich, der Weg geht ja irgendwie in die Cloud, jeder will in die Cloud, dann können wir doch irgendwie auch in die Cloud mit. So was es losgetreten hat, war unfassbar. Wir haben 1,5 Jahre daran gearbeitet, mit Informationssicherheit zusammen etc., da wir einfach auch die Ersten waren, die gesagt haben, hey, wir nehmen alle unsere Kundendaten, geben die in die Cloud zur SAP und arbeiten dann damit drauf. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich an unseren CIO, der damals gesagt hat, naja, okay, also wenn wir jetzt diesen Schritt mal gehen in Richtung Cloud, wenn wir jetzt hier den ersten großen Schritt machen, dann gehen wir den doch gemeinsam mit SAP, die kennen wir, da haben wir ein Vertrauen dazu, da können wir hinfahren im Zweifel, wenn irgendwas ist. Und den sind wir dann auch auf dem Weg gegangen. Genau, die Lösung sah so aus, wir haben ein, also immer noch unser On-Premise-System mit dem SLT-Server, werden die Daten in Realtime repliziert. Dieses BW4-System, das als Datengrundlage dient, BW4 2.0, Latest Greatest, das steht in der HANA Enterprise Cloud bei SAP, also auch im Rechenzentrum der SAP als Plattform-Service betrieben und on top die SAP Analytics Cloud. Also wir haben einen vollen Cloud-Stack, so, und es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber was bedeutet es, wenn irgendwo auf der Welt in irgendein Rechenzentrum, in irgendein Postzentrum ein Kunde reinkommt und als Kunde dort erfasst wird, sind seine Daten spätestens nach 20 Sekunden repliziert im BW-System durch das virtualisierte Modell durch und sichtbar im Dashboard. Ein Meilenstein im Vergleich zu dem, was wir vorhin gehört haben. Ich muss mir mehrere Tabellen über Nacht runterlassen, brauche mehrere Tage, bis ich irgendwelche Informationen habe. Ganz genau.
Aber das Ganze ist natürlich nicht nur, hat nicht nur positive Seiten. Ja? Ich war einmal in dem SAP-Podcast Close the Gap zu Gast, der wirklich also hervorragende Podcast, sehr zu empfehlen. Und der Christian Michael hat es so formuliert, naja, 2016 haben wir angefangen, das war ja das finstere Mittelalter der Cloud. Würde ich jetzt rückblickend sagen, ja. Wir haben uns auch weiterentwickelt und befinden uns vielleicht jetzt irgendwo im wilden Westen der Cloud, weil es ist tatsächlich so, also nur mal ein bisschen mit Fragestellungen gestartet, die mir gestellt wurden, hey, irgendwie SAP hat jetzt zweiwöchige Release-Zyklen und wir selber wollen ja Dashboards und Datenmodelle, da haben wir uns darauf geeinigt, in dreiwöchigen Release-Zyklen veröffentlichen. Wie gehen wir denn damit um? Also Regression-Testing, wie wollen wir das betreiben, was haben wir denn für Konzepte? Und ich musste am Anfang sagen, keine Ahnung, aber das ist die neue Welt, da wollen wir hin, das müssen wir uns einfach mal anschauen und gucken, wie es funktioniert. Man muss ein Stück weit Cowboy sein, ja? Und das haben wir gemacht und es funktioniert auch hervorragend. Und hatten aber natürlich auch Ausfälle, hatten mal Phasen, da konnte keiner mit dem Umlautnamen aufs System zugreifen oder Internet Explorer wurde ausgeschlossen, ja, was ich an der Stelle natürlich aber auch sehr gut verstehen kann. Ja. Ich gebe es zu, wir haben den zu dem Zeitpunkt noch genutzt, wie dem auch sei. Und ja, wenn das der eine oder andere sagt, hey, ein Kernbankensystem will man nicht irgendwie im Wilden Westen betreuen. Ja, ich war früher auch in der Finanzbranche, ich kenne das. Nichtsdestotrotz, also auch für ein Kernbankensystem muss man ja irgendwie Bock haben und ich glaube, man muss auch da ein Stück weit Cowboy sein. Genau, so willst du der Botschaft. Wir sind mittlerweile weltweit verfügbar, haben 5000 Nutzer, 30 Dashboards, 8 Abteilungen, die auf uns aufbauen, alle Kundendaten in Realtime auf jedem Device verfügbar. Und ich kann es nur sagen an der Stelle, als ich damals dem Postzentrumsleiter in Madrid unseren ersten Prototyp gezeigt habe, den ich auf dem Handy dabei hatte, er hatte vor Freude Tränen in den Augen, als er es gesehen hat. Ja, also sehr, sehr hoher Zufriedenheitsgrad bei uns in der Handelsorganisation. Genau, so, jetzt bin ich ein bisschen spät dran, ich muss mich gleich ein bisschen beeilen. Die zweite Säule, die wir aufgebaut haben, war das Thema Porsche Sales Reporting. Ich fasse mir da ganz kurz, also Porsche Sales Reporting ist ein weitere BI Analytics Insel, die bei uns entstanden ist, als ein neuer Vorstand bei Porsche eingestiegen ist und gesagt hat, hey, er hätte jetzt gerne mal seine Verkaufszahlen von gestern. Damals haben wir ein altes BW gehabt, auf Oracle-Basis hatten überhaupt nicht die Mechaniken, tagesaktuelle Berichte zu erstellen. Infolgedessen sind sämtliche Maschinen rotiert, jeder irgendwie den ganzen Tag durchs Büro gerannt, bis irgendwann er abends seine Zahlen hatte und hat beschlossen, okay, das kann nicht sein, wir brauchen jetzt hier was Neues. Was ich super finde, hat ein kleines Team aufgebaut, hat eine neue Lösung aufgebaut, tatsächlich aber eine reine Shadow-IT-Lösung auf SQL-Server-Basis, die halt organisch gewachsen ist. Na, man sieht es hier, es gibt extrem viele Quellsysteme, die einzahlen, extrem viele Projekte, die drauf aufbauen, unter anderem regulatorische Projekte wie das Thema CO2-Management. Daten werden in über 13 Marktsysteme weiter repliziert und von täglich kann man fast nicht mehr sprechen, weil die Beladung natürlich irgendwann an ihre Grenzen stößt. Ja? Wir haben jetzt irgendwie nur noch jeden zweiten Tag aktuelle Daten, von den Marktsystemen will ich nicht sprechen. Naja, was ist passiert? Wir sind nach Walldorf gefahren, haben den Fachbereich mitgenommen, gesagt, hey cool, lass uns mal gucken, da gibt es was Neues von SAP. Die gesagt haben, ah, SAP, das ist doch dieses mit ABAP und SAP-GUI und da kenne ich mich nicht aus und will ich auch gar nicht und überhaupt. Ich gesagt, ja, nein, gucken wir uns doch das mal an. Und tatsächlich, das war phänomenal, was da passiert ist. Wir sind mit unterschiedlichen Fachbereichen auch dort gewesen und wir konnten uns alle für das Produkt Data Warehouse Cloud begeistern, weil die Vision einfach so klar war und so dieses Thema lösen würde. Wir haben am Ende eine einmalige Datenhaltung, weil völlig egal, ob die Daten aus SAP kommen, aus Non-SAP kommen oder wo auch immer die Daten herkommen, haben eine einheitliche Governance, ja, die über dieses Spaces-Konzept ermöglicht wird, die wir ausüben IT-seitig oder die wir vielleicht schon vorher im BW-System ausüben und können direkt im Business sagen, hey, du hast hier deinen eigenen Space, du hast deine SQL-Zugriffe wie gehabt, du kannst deine eigenen Regeln definieren, nach deinen Einspielregeln arbeiten und deine eigene Governance ausüben. Und so auch für die Marktsysteme, ja, wo wir heute 13-fach replizieren, replizieren wir morgen kein einziges Mal mehr. Kein Ärger mehr im Betrieb und eine einheitliche Semantik und ein einheitliches Verständnis über die Daten. Ja, und auf einmal auch natürlich Verbindungen zu Datentöpfen, die vorher undenkbar waren. Wahnsinn. Also wir sind alle da rausgegangen und haben gesagt, super, da müssen wir reinstarten, da müssen wir in den POC gehen, das Thema müssen wir treiben. Und mittlerweile läuft das Projekt auch und ist ganz gut unterwegs. Genau. Becoming a Data-Driven Company. Also das waren jetzt ganz wichtige Bausteine für uns. Ja, das hat irgendwann mal als Nukleus angefangen mit dem Thema CRM-Reporting, ging weiter mit dem Thema Data Warehouse Cloud. Ach, nur am Rande, was wir eben da auch festgestellt hatten, beim Thema Security, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir haben extrem strenge Richtlinien, viele, viele Anforderungen von der Informationssicherheit und die Themen haben wir ja on-premise und haben wir in der Cloud. Ja. So, und in der Cloud war es für uns einfacher, flexibler zu sein und zu sagen, okay, wie erfüllen wir das? Ja, wenn wir das jetzt im Greenfield aufbauen, wie gehen wir dahin? Und konnten am Ende dadurch
einen höheren Sicherheitsgrad erreichen. Ja, weil der Change on Premise einfach viel, viel schwieriger wäre umzusetzen in dem jahrelangen Projekt, sind wir am Ende auf einem höheren Sicherheitsschutzgrad gelandet als on Premise. Ja? Das heißt, wir sind in der Cloud sicherer als on Premise. Wollte ich unbedingt erwähnt haben. Na, wie dem auch sei. Also wir denken um, wir kommen von Geschäftsdomänen, Entwicklung, Vertrieb, Produktion hin zu Datendomänen. Ja, klare Verantwortlichkeiten auf Datenebene. Wir wissen, kennen eine Datendomäne Kunde, eine Datendomäne Fahrzeug, kennen unsere Domänen, haben klare Verantwortlichkeiten, einen Chief Data Architect, der die ganze Datenorganisation verantwortet und landen in einer Architektur. Nur ein Wort dazu, das zentrale Element ist die Data Warehouse Cloud. Ja, für mich, wir haben strukturierte Daten auf der einen Seite, unstrukturierte Daten. Wir haben ein zentrales Stammdatenmanagement im BW-System, unterschiedliche Visualisierungslösungen. Klar, jeder hat irgendwie seins, irgendwie muss man alles bedienen. Aber der zentrale Cornerstone ist die Data Warehouse Cloud, wo wir sagen, ja klar, da kommt alles irgendwie zusammen. Wir haben die einheitliche Semantik auf den Daten, einheitliches Verständnis. Und jeder sollte am Ende irgendwie mit seiner Governance auch zufrieden sein. So, ganz kurz, wir nutzen natürlich viele, viele andere BTP-Capabilities. Ich selber habe auch mit CPI und so weiter schon gearbeitet. Es war jetzt nur ein Beispiel aus meinem Umfeld, wo wir gearbeitet haben, aber ich glaube, wir haben die BTP-Heroes sind bei Porsche schon dabei. Nichtsdestotrotz, wir haben uns für die rote Pille entschieden. Wir sind den Weg schon gegangen. Es ist auch noch ein weiter Weg. Wir müssen mit vielem, vielem noch hinterherkommen. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, es ist einfach Zeit, ein Stück weit Cowboy zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.